Abends, meine Damen und Herren. Mit der Aufnahme direkter Verhandlungen zwischen Israel und Ägypten hat vor 3 Stunden in Genf die 2. Phase der Nahostfriedenskonferenz begonnen. Bei den Gesprächen der israelischen und ägyptischen Militärvertreter geht es entsprechend am Beschluss zu Beginn der Konferenz um ein Auseinanderrücken der Streit. From Washington, this is the CBS Evening News with Walter Cronkite. Good evening. The Iranian situation tonight, Ayatollah Khomeini